Mein Name ist Markus Pflugfelder. Ich bin Betriebsleiter des Standorts Ingenhof, der Versuchsstation Agrarwissenschaften der Uni Hohenheim. Ich arbeite mit meinem Team hier auf dem Ingenhof zahlreiche Felder, die Sie hinter mir sehen. Wir sind am Testen von unterschiedlichen Anbausystemen auf unseren Feldern, bauen also Versuchsanlagen an, um Abschlussarbeiten der Uni Hohenheim zu unterstützen. Wir sind von der ersten Stunde in dem Projekt beteiligt als Versuchsstation. Die Frau Bäuerle vom Landratsamt ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, ob wir Interesse hätten, an der Antragstellung zu diesem Thema zu arbeiten. Und das Thema ist natürlich für uns sehr spannend. Erstens, weil wir im Landkreis Böblingen eine Versuchsstation sind, die diese Agrarsysteme der Zukunft definitiv ausprobieren wollen. Und zum Zweiten haben wir natürlich auch hier sehr viele interessante Partner beteiligt an dem Projekt. Und somit waren wir von der ersten Stunde beteiligt. Das 5G Pre-Size Projekt läuft hier über 3 Jahre. Heißt für uns 2 Bausteine eigentlich. Wir haben zum einen einen Versuchsschlag, auf dem wir diese Systeme gegeneinander stellen, bewährte Systeme im Bereich Düngung gegenüber diesen neuen Systemen, sensorgebundenen Systemen und jetzt aber auch mit dem 5G-System dann unterstützten Systeme. Und zum Zweiten sind wir natürlich an dem Aufbau der Infrastruktur hier schwer beteiligt. Das heißt, wir bauen hier unterschiedliche Antennensysteme auf. Das 5G, wie der Name schon sagt, natürlich, haben wir eine 5G-Campus-Lösung. Hinter mir sehen Sie eine dieser Antennen davon. Aber wir haben auch LoRa-Warnsysteme hier jetzt installiert und auch Wi-Fi-Systeme, die gegenüber gestellt werden und die Datenübertragungssysteme dann einfach auch verglichen werden. Das 5G Campusnetz ist natürlich der zentrale Baustein in dem Projekt. Es läuft alles über dieses Campusnetz. Es ist sozusagen unser eigenes internes Netz, mit dem wir in dem System arbeiten wollen und natürlich auch austesten wollen. Wir haben alle in dem Projekt als Projektpartner nur wenig Erfahrung mit 5G, nahezu fast gar keine, und wollen jetzt natürlich sehen, was können wir mit diesen neuartigen Generationen von Mobilfunk dann tatsächlich auch ausprobieren und welche Vorteile hat dieses System. Und deswegen steht das 5G Campusnetz natürlich mittendrin in unserem Projekt. Ja, Sie sehen ja hinter mir die Felder und hier werden unterschiedliche Pflanzen angebaut bei uns auf dem Ingenhof. Für unser Projekt haben wir uns den Winterweizen rausgesucht als die größte Ackerbaukultur in Deutschland. Und wenn wir als Anbauer unterwegs sind auf unseren Feldern, dann nehmen wir mit unseren Sinnen, also als Landwirte, als Ackerbauern, mit unseren Sinnen den Bestand auf. Wir schauen, wie geht es der Pflanze, wie können wir sie bestmöglich versorgen, und all das geht einfach nur immer mit irgendwelchen subjektiven Eindrücken. Und je mehr wir auf Sensorik setzen, das heißt, wir können die Informationen auf dem Feld abgreifen, sei es vom Boden, aber auch direkt von der Pflanze, umso besser verstehen wir das Anbausystem und umso besser können wir die Pflanze auch optimal mit ihren Bedürfnissen, in unserem Projekt hauptsächlich der Dünger, dann auch versorgen. Wir müssen hier, denke ich, 2 Dinge unterscheiden. Das 5G Campusnetz in dem Projekt, wo wir einen Schwerpunkt auf die Düngung einfach gelegt haben von Anfang an und alles auf dieses Düngungssystem hinausläuft. Das heißt, wir sammeln Daten vom Feld ein, schieben die über dieses 5G-System auf unseren Edge Cloud-Server. Dort wird über ein Pflanzenbaumodell der Bedarf der Pflanze berechnet und dann wieder zurückgespielt auf das Ausbringfahrzeug, auf den Düngerstreuer, und der Dünger optimal verteilt. Wir sehen natürlich aber noch weitere Anwendungsfelder von 5G in der Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir an Pflanzenschutzmaßnahmen denken und Unkrauterkennung, an Drohneneinsätze, an automatisch fahrende Fahrzeuge, dann
werden das alles Daten sein, die sich irgendwo bewegen und die gesteuert und gelenkt werden müssen. Und da ist ein Campusnetz natürlich die ideale Voraussetzung, solche Systeme von Anfang an zu testen und solche Entwicklungen zu begleiten. Ja, das mussten wir auch erstmal lernen. Das ist ein langer Prozess gewesen. Wir sind hier im Projekt beteiligt, haben wir die Firma AIN, die uns unterstützt haben, die schon mehrere solche Campusnetze beschafft haben und installiert haben, begleitend auch. Und das war ein langer Ausschreibungsprozess, ein öffentlicher Ausschreibungsprozess, in dem wir die Leistungen definiert haben, was wir gern haben möchten. Und schlussendlich die Firma SML, Smart Mobile Labs, aus München jetzt schlussendlich den Zuschlag bekommen hat, hier dieses Campusnetz aufzubauen, das aus mehreren Komponenten besteht. Hinter mir sind Sie die Antenne. Hier laufen natürlich die Daten von den Feldern dann als erstes auf. Und dann haben wir, man sieht es auch hier an den, an der Brüstung, haben wir heute über 200 Meter Glasfaserkabel in den Gebäuden, aber auch zwischen den Gebäuden belegt, damit schlussendlich über Glasfaser diese Signale, die wir hier empfangen, dann direkt auf unseren Edge Cloud Server, auf einen großen Hochleistungsrechner auflaufen und dort verarbeitet sind. Diese Informationen können sowohl in die eine Richtung als auch in die andere transportiert werden. Das heißt, wir können mit diesen Antennen nicht nur empfangen, sondern wir können dann auch wieder auf die Fahrzeuge und auf mobile Endgeräte senden. Wir stehen jetzt hier in einer idealen Lage. Wir sind auf dem zentralen, mitten auf unseren Flächen oder um unsere Flächen sind um uns herum. Wir stehen hier auf einem Turm, der 30 Meter Höhe hat, den wir als Wasserturm und als Getreidelager nutzen. Und dann war es natürlich naheliegend, die Antennen auch hier oben zu installieren. Erstens, weil wir direkte Sichtverbindungen zu all unseren Feldern dann haben und damit natürlich beste Voraussetzungen haben, die Antenne oder die Sensorik genau zu treffen. Und zum anderen natürlich auch, Sie sehen es vielleicht hinter mir, immer wieder Baumstrukturen und andere Dinge im Funknetz drinstehen. Und je besser wir von oben eben durch diese Hindernisse durchkommen, umso besser können wir dann eben den Datentraffic dann eben gesteuern. Das heißt, Höhe ist gut, es ist aber nicht unbedingt so nötig, so eine Infrastruktur zu haben, wie wir es jetzt glücklicherweise hier einfach von Haus aus hatten. Ich glaube, wir müssten noch ein bisschen betonen, dass wir schlussendlich das 5G-Campusnetz deswegen auch bauen, weil wir eben noch keine 5G-Versorgung draußen haben. Das mit dem Grund, also wenn wir es auf 4G gemacht hätten, hätten wir schlussendlich hier auch kein Netz gehabt, weil wir hier Notstandsgebiet sind. Aber 5G ist einfach in der Landwirtschaft noch nicht ausgerollt, beziehungsweise auch in der Fläche noch nicht ausgerollt. Es gibt einzelne 5G-Masten. Aber nicht so eine Standalone-Anlage, wie wir es jetzt gebaut haben. Wir mussten den Weg jetzt einfach gehen, um in dem Projektzeitraum eben die entsprechenden Forschungsergebnisse zu generieren. Deswegen brauchen wir unser eigenes 5G-Campusnetz. Das ist sicherlich eine Besonderheit und wird für unser System, das wir bauen, ist es jetzt nicht unbedingt zwingend ein eigenes Netz zu haben, sondern wir zielen darauf ab, nachher, wenn 5G in der Breite ausgerollt ist, das dann auch auf dem normalen Mobilfunkkanal fahren zu können.